Wenn wir genau hinschauen auf die Angsterzeugung und wie sie gemacht wird, erkennen wir, es gibt eine systematische Erzeugung von Gefühlen der Undurchschaubarkeit und Unbeeinflussbarkeit. Ja, also das sind Möglichkeiten, Konstruktangst und Diffusangst zu erzeugen. Mirowski hat das mal folgendermaßen zusammengefasst. Der hat gesagt, wir müssen Verwirrung wahrnehmen als eine Propagandamethode. Verwirrung wurde zu einer bewussten politischen Strategie, die sich stark von dem Top-Down-Modell der Propaganda des frühen 20. Jahrhunderts unterscheidet. Heute basiert die Desinformation auf der Schaffung eines Nebels von Verwirrung und Desillusion. Sie beruht weniger auf einer direkten Medien als auf einer Ernte des Gequatsches der allgemeinen Bevölkerung über die sozialen Medien, die anschließend über Plattformen wie Facebook, Twitter und so weiter an die Massen zurückgespeist wird. Der Informationsmarkt wird als Verstärker genutzt, um das Vulgäre, das Geschwätz, das Kauderwelsch und den allgemeinen Lärm wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, die ihn überhaupt erst in einem kybernetischen Rückkopplungskreislauf erzeugt. So weit, dass die Menschen keine Ahnung haben, was tatsächlich in ihrer eigenen Welt vor sich geht. Sehr harte Worte, gut gesehen. Also wenn man da in den letzten 2,5 Jahren ganz unterschiedliche Meinungen gehört hat, ja, und zwar von der Regierung, ja, also ob man Maske tragen sollte oder nicht, ja, und dass in Restaurants ist Maske wichtig, wenn man steht, aber nicht, wenn man sitzt. Und hier schon und da nicht. Ja? Und irgendwann mal war mir klar, okay, das sind so viele unterschiedliche Statements, ich kann daraus keinen logischen Schluss ziehen, sondern ich bin verwirrt. Dann erzeugt das Angst, erzeugt eine Untertanenhaltung, die dann meint, okay, also ich kenne mich nicht aus, bitte hier, ihr hier oben, ihr rettet mich bitte. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit zur Zustimmung von unterschiedlichsten Maßnahmen, die man sonst nie akzeptieren würde.